Vier Trümpfe mit dem Trabant 601. Bequem für vier Erwachsene. Viel Raum für ihr Gepäck. Wendig. Schnell. Ausdauernd und robust. Ihr zuverlässiger Begleiter, der neue Trabant 601. Meine Damen und Herren, im folgenden Beitrag möchte ich Sie recht herzlich zu einer Fahrt mit dem Trabant S Deluxe Modell 1984 einladen. Moin, ein wunderschönes und willkommen bei Max Beach Shop. Es geht wieder weiter, die Gurken-Odyssee meines Lebens. Wir sind wieder in meinen lustigen Alltag angekommen. Ich weiß auch gar nicht, was wir heute machen. Aber ich weiß schon mal, was Tine macht. Also Gordon ist heute krank. Also heute sind wir ohne Mechaniker. Wir haben nur so einen hier, den man vielleicht halb gebrauchen kann. Manchmal, eventuell, wenn er ein bisschen Zeit hat. Den Mechaniker namens Max. Mal gucken, was der so anstellt. Wir haben vergessen, gestern diese scheiß Koppelstange für den Golf zu bestellen. Ich mach die ganzen Stabi-Scheiß neu jetzt. Weil ich jetzt ein Video gesehen habe. Polter Golf mit neuem TÜV. Deswegen werde ich richtig polterfrei, würde ich sagen. Naja, egal. Ich sitze gerade in meinem K30. Das ist ja V8-Woche, habe ich ja gesagt. Und fahre gerade zur Arbeit. Tine fährt vor mir. Und ich habe mal Glück gehabt. Guck mal. Seht ihr das? Wie ein Brief, ist schon klar. Das ist eine Gurke, die ich also gekauft habe. Aber hier, guck mal da. Seht ihr das? Das sind drei Butterblöcke. Ich habe eine neue beim Bäcker und die neue hat bei jeder Sache Butter gepackt. Perfekt. Genau mein Ding. Habe ich mir gleich mitgenommen. Und die nächsten drei Tage habe ich Butter. Wer das nicht kennt, Rührei und Butter ist immer den Gag bei uns. So, auf geht's. In die Gurkenhalle. Hier meine beiden Dailies. Beide olivgrün und beide beheizt mit einer China-Standheizung. Das ist ein Lifestyle. Läuft. So, komm. Lass uns in die Arbeit gehen. Ich habe, glaube ich, jetzt gerade echt vergessen, dieses Ding zu bestellen, oder? Wenn ich es nicht vergessen habe, liegt es ja drin. Ich habe es vergessen zu bestellen. Ich mache jetzt alle Koppelstangen von diesem Golf hier neu. Weil ich habe die ganze Zeit über nachgedacht, was klötert an dem Ding noch. Ich will kein Klötern im Golf verkaufen. Und wir probieren das mal aus. Gut, Tina ist auch gleich da. Die ist hinten rein, der hat nur hinten Schlüssel. Ich bin vorne rein. Gucken wir mal. Aber aufgeräumt habe ich vergessen, Abend noch hier. Erich war auch noch hier. Wir haben noch ein bisschen Gurken gedealt. Eigentlich haben wir nur eine Gurke gedealt. Einen Rückkauf. Übrigens mal so nebenbei. Schreibt mal in die Kommentare, wer Bock habt. Also 124 habt ihr ja gestern gesehen im Video. Was wir damit machen, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, da warte ich mal auf eure Ideen. Aber ich war gestern noch ein bisschen in der Halle, schon am Arbeiten. Da ist ein bisschen Kleinkram gemacht, der mich mal genervt hat. Ich sage euch mal eben was. Licht angeht. Jo, geht an. Jetzt habe ich hier einen Keder rumgemacht. Hier. Aber danke dafür. Wir haben ihn mal zugeschickt. Das war eine ganz schöne Arbeit. Sieht nicht so aus, aber das muss ich mit dem Hammer raufschlagen, weil das Blech so uneben ist. Das sieht doch jetzt besser aus als vorher. Ne? Mit diesen ganzen gelben Dingern ist alles weg. Schöner Keder rumgelegt. Fertig. Ne? Dann war ich noch ein bisschen am Deal mit Erich. Und ich muss mal ein bisschen Kohle kratzen. Dann muss dann klappen. Ich kaufe diesen Trabi hier zurück. Den hier. Weil den habe ich ja damals verkauft. Und ich habe ihn nie fertiggestellt, das Projekt. Ich meine, der hier, den will ich jetzt nicht zurückkaufen, weil da kann Erich sein Geld gut mit anlegen. Fertig. Oh, unscharf. Was ist das denn? Warte. Ich liebe meine Kamera. Ihr liebt sie doch auch. Lese ich immer in die Kommentare, wie scheiße die ist. Ach komm, Kamera. Ja, genau. Ja, super gemacht. Ja, dieser hier. Den würde ich jetzt nicht zurückkaufen, weil ich habe den mal fertig gemacht. Ja, weil ich meine Hand davor halte. Ich packe, spinnt der Fokus. Guck mal, bing, bing. Ist ein zu dunkel. Siehst du das? Oh, geil. Als hätte ich einen gesoffen. Ah, Technik. Das geht aber. Den Marker. Ich glaube, der glänzt zu viel. Guck, der glänzt. Guck, der geht nicht. Und der spinnt. Ne? Das sind ja auch Erich seiner Autos gemacht. Das ist ja Erich, aktuell noch Erich seiner. Erich, 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 Erich. Wartburg ist wieder meiner. Das ist damals die Erich-Flotte. Ja, und den kaufe ich zurück jetzt. Weil den will ich fertig machen. An diesem Sommer tatsächlich mal mit Kennzeichen fahren. Weil ich habe damals ja beim Kübel, habe ich ja auch damals so gearbeitet. Den habe ich ja damals auch.
Der hat ja auch DDR-Papiere gehabt, genau wie dieser da. Und den haben wir auch in die Straße gebracht. Es wird Zeit, dass wir diesen 6 Volt P60 wieder hinkriegen. Und wir wollen nicht mal einen Chromweg-Nachfolger, aber ich habe gedacht, ich brauche definitiv einen zugelassenen P60. Und der hier, den müssen wir uns dann laufen kriegen. Weil es kann nicht sein, dass ich hier 2 Trabis stehen habe und nichts damit mache. Weißt du, vor allem ich, weil ich habe so viel Trabi-Scheiße. Ich bin ja eigentlich hier, ich kann ja trabiladen24.de aufmachen. Weißt du, so vom Ding. Das ist das Getüdel daran. Weißt du, ich kann die Dinger ja stapeln. Also so viel habe ich davon. Viel Teil habe ich davon auch. Das ist das Getüdel so. Na? Hast du gemacht, einen Short? Ich denke, wir brauchst du so lange, um reinzukommen. Ja. Ihr könnt ja abonnieren, Turbotina auf YouTube. Danke, Max. Was? Meine Arbeit mit der Kamera. Meine Kamera ist unscharf. Meine auch. Ende. Ich finde eine Handyhülle. Hast du noch eine? Nein. Scheiße. Ich will keine kaufen, sie hat nicht ein. Das ist 5 Euro. Ja, aber du weißt doch, wie das ist. Das Handy wäre eine Notlösung. Und dann investiere ich 5 Euro in eine Notlösung. Mache ich sowieso. Ich werde heute Abend aus dem Handy laden. Irgendwo in der Ecke fahren, mir eine Handyhülle holen. Das fuckt voll ab. Kennt ihr das? Diese Eierphones sind da so glatt. Und egal, wie du es hinstellst oder machst, dann rutscht das immer weg. So, muss eben mal mit meinem Computer hier ran jetzt. Muss eben jetzt die scheiß Koppelstange für den Golf und die Stabilgummis hinstellen. Da vergesse ich das nämlich. Dann fahren wir erstmal mit schnöden Alltag. Ganz schnöden, langweiligen Alltag. Also Gordon ist ja krank. Oder er ist krank. Er ist halt, hat einen Urlaub die Woche jetzt. Ich habe jetzt auch keinen Streit oder so, nichts Böses. Natürlich einfach nur Gordon ist mal zu Hause. Ja, auch nicht wegen Arbeit oder irgendwelche, wie gesagt. Fakt auf jeden Fall ist, dieser Golf hier, da war Gordon nochmal bei. Er hat nochmal die Scheinwerfer aufpoliert, weil die scheiße aussahen. Und ja, ich weiß, bla bla bla, Scheinwerfer darf man nicht polieren und so. Jo, haben wir trotzdem gemacht. Gibt auch so TÜV, gibt's nichts zu meckern. Der Prüfer übrigens selber auch gesagt. Also, das Auto ist eigentlich fertig. Hat 2 Jahre TÜV gekriegt, aber das ESP ist sporadisch ausgefallen. Und da war Gordon nochmal bei. Und ich habe jetzt den Auftrag, den Wagen nach Probe zu fahren. Jetzt sind wir auf dem Hof durch die Gegend geballert, keine Probleme gehabt. Jetzt mache ich da mal Kennzeichen dran und wir fahren damit mal eben so 10 Kilometer durch die Gegend und gucken mal, ob der ESP vielleicht weg ist. Weil er war am Stecker bei, sagt er. Hat alles eingesprüht, sauber gemacht, ich habe zusammengebaut und sagt, das läuft jetzt. Wenn nicht, brauchen wir diesen Kacksensor dann neu. Den gibt es sicherlich bei Udo irgendwo in so einem Oh, ich habe noch einen Golf 4. Oh Mann, ich brauche mal eben beide Hände, sonst bin ich irgendwie wie ein halber Klaus. So, fertig. Diese Scheinwerfer, ne? Katastrophe, echt. Komplett. Aber ich will jetzt nicht unbedingt den anderen Golf da jetzt hier zerflöten, den ich gekauft habe. Und die Scheinwerfer von dem hier einbauen. Ah. Wie gesagt, so viel verdienen wir unser Auto ja auch nicht. Ein Radio braucht der noch. Laufen tut er. Öldruck hat er auch. Service jetzt, sagt er. Das sind die besten Autos, bekanntermaßen. Bin ja leicht gespannt. Also das Problem war gewesen, wer das Video nicht kennt zu dem Auto, wir sind im Auto gefahren zum TÜV und dann ging die ESP-Lampe an bei dem Teil und hat einmal vorne links gebremst, zack, und ESP-Lampe war an. War scheiße. Das ist das Ding. Und das wollen wir jetzt mal hier austesten, ob das vielleicht jetzt repariert ist, weil Gordon war nochmal an diesem scheiß Sensor bei, hat nochmal alles eingesprüht, Masseverbindung wird richtig ordentlich hergestellt. Die sollen ein Problem haben mit dem Stecker. Das testen wir jetzt. Das Auto selber ist sonst ziemlich gut mittlerweile. Also wir haben da echt. Also für mich ist es nicht gut. Das ist Fakt. Also ich habe da schon so viel Scheiße Geld reingesteckt und Arbeit und Liebe und eigentlich habe ich da hauptsächlich Hass reingesteckt in dieses Auto. Ne? Aber das ist so das Ding so. Ganz viel Hass habe ich da reingesteckt. Hass des Teufels. Oha, dann jetzt. Ja, mach mal neue Geräusche. Ach, 4 Grad, sagt er. Tankanzeiger schlägt nach aus, also ist doch okay. Bin ja gespannt. Hoffentlich bleibt die Lampe heute aus. Das wäre schön. So, ich fahre mal eben eine Runde. Das ist für euch, glaube ich, relativ langweilig. Da sehen wir uns gleich wieder, wenn es hier was passiert oder nicht passiert. Weil die Straßen kennt ihr ja eigentlich alle schon. Und Probefahrt mit dem Auto haben wir ja schon genug gemacht, jetzt auch so mit dem Video. Aber bisher scheint alles okay zu sein, so vom Ding. Dann machen wir heute noch verkaufsfertig. Machen wir heute ein Radio noch rein. Machen heute den Schaltknopf noch mal gängig. Sprühen noch mal schön ein mit ein bisschen Öl, weil ich finde, der ist noch ein bisschen, fühlt sich ein bisschen hakelig an. Das ist eine Golfkrankheit. Wir haben die öfters und hier, das kannst du mit Fett wieder reparieren, mit Sprühfett.
Das ist ja wieder gut. Und dann kann der eigentlich im Verkauf, sonst macht der eigentlich gar keine Mucken. Natürlich jetzt nur, wenn er jetzt die 10 Kilometer Probefahrt besteht, weil wir fahren die große Runde. Tine ist übrigens währenddessen auch am Arbeiten. Die hat sich einen anderen Golf 4 geschnappt. Ja, aktuell sehr golflastig bei uns. Und macht bei dem anderen Golf den Dingsen fertig. Den hier, wie heißt das nochmal? Den, ich mache gerade ein bisschen dunkler für euch. So ist geiler, ne? Macht den Dings fertig hier, den anderen Golf 4. Der mit den Klüttern hier Stabi vorne noch, wo wir gerade Teile für bestellt haben. Weil der hier ist eigentlich fertig. Wenn der jetzt das Ding durch hat, ist das ein fehlerfreier Golf. Dann kannst du ihn endlich reiten. So, auf geht's. Temperatur kommt jetzt. Ich habe Heizung an, alles fährt ganz normal. Ich versuche jetzt zu fahren, als wenn es mein normaler Daily wäre, dieser Golf. Und bisher ist noch keine komische Warnleuchte an. Wenn wir Glück haben, war es echt nur dieser scheiß Stecker, der hat durch die Feuchtigkeit im Innenraum, wo der da draußen stand, korrodiert ist und deswegen gesponnen hat. Dann ist der Sensor doch okay. Ja, das wäre natürlich ein Hammer, ne? Ihr wisst ja, ich und Sensoren, alter Schwede, ich und Elektrik. Nein, ich muss mich da irgendwann mal reinlesen. Ne? Also ich muss es langsam lernen, weil es geht halt nicht ohne. Oh, guck mal, es passt ohne Kennzeichen. Aber hängt hinten der Kette dran, da wird schon nicht mehr einen Grund haben. Oh, die Hälfte habe ich jetzt und ich muss sagen, ist alles gut. Und vorher war immer so gewesen, wenn wir gefahren sind mit dem Ding, es hat 2 Sekunden gedauert, da war die an. Unser Rekord war, glaube ich, 2 Minuten oder so. Da war das Ding so durch. Ich glaube, das Thema ist durch, Alter. War scheinbar echt nur ein Stecker. Cool. So, wir fahren das gerade. 100. Alles normal. Nö, ist okay. Geil. Dann würde ich mal sagen, wenn wir die Runde beendet haben, dann können wir den mal zusammenfummeln, den letzten Kram. Und dann haben wir dieses Golfprojekt wenigstens endlich abgeschlossen. Und ihr wisst selber, was dieses Golfprojekt für eine Quälerei war. Mache ich 3 Kreuze, schwöre ich euch. So, die große Runde beendet. Immer noch keine Fehler. Aber ich würde sagen, das ist repariert. Geil. Also, schön ist das. Ja, wenn nicht, diesen Sensor zu tauschen ist auch nicht halt der Art, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich den anlernen muss oder irgendwas. Aber auf jeden Fall macht der Kasten wieder seinen Job. Kann man nicht meckern. Hast du gut gemacht, mein kleiner Golf. So, dann würde ich sagen, finaler Handgriff. Bisschen hier dieser Schaltknopf, wir stehen noch ein bisschen einspulen gleich. Und hier ihn hier. Radio Fred. Und dann kann die Karre in Verkauf. Und Hardkappen noch drauf. Ich habe noch Hardkappen für den Golf da. Hinten glaube ich ganz gut stehen, wenn er welche hat. Und dann verkaufen wir das Auto. Haben wir das Netz und dann ist das Thema hoffentlich erledigt. Denn dann kann der auch weg und hoffentlich kommt er auch nie wieder. Wie gesagt, der hat so viel Nerven gekostet. Also wenn ich meinen Gewinn mit dem Auto rechne, dann darf ich gar nicht über nachdenken. Das ist scheiße. Ne? Also, der macht mich nicht mehr reich, der Wagen. Aber wir haben es durchgezogen, wir haben das Ding hier durch den TÜV, wir haben das Ding auf der Straße, fehlerfrei jetzt. Das war vorher eine richtige Krücke. Also die Mission haben wir auf jeden Fall erfüllt. Ja, da ist hier gerade an den Golf bei. Da würde ich mal sagen, dann arbeiten wir in Gordons Werkstatt. Wa? Gordon ist ja eh nicht da. Kommen wir mal den Schaltknopf ein bisschen einsprühen und diese Kugel. Weil ich finde das ein bisschen schwergängig, aber haben irgendwie alle Golfs. Irgendwann fangen die damit an. Meistens aber immer die so weniger Wartung gekriegt haben im Leben, die ungepflegter sind. Sag ich mal, wie der, guck mal, du kannst so stehen, seht ihr das? Zack. Eine hüpft von selber zurück. Und das ist Mist. Das haben ganz viele. Hat tatsächlich der hier, Herr Golfer das auch. Der andere Golf ist besser, aber hier dieser eine, den wir da jetzt gerade im Tinerad sauer macht, der ist ein bisschen besser drin, aber der hat das Problem genauso. Das ist ganz komisch. Aber es ist scheißegal, was los ist. Weißt du, was tüdelig ist hier? Dieses Auto hier ist in Ordnung. Es hat seinen TÜV jetzt auch verdient. In meinen Augen, weil mit dieser ESP-Kacke hat es definitiv nicht seinen TÜV verdient. Und letzten Handgriffe machen. Nochmal in alle Öle gucken, alle Flüssigkeiten nochmal im Checken. Und dann kann die Kiste mit neuem Radio ins Netz. Oh, Alter, mein Arsch. Oh. Boah, war gerade schön in der warmen Karre. Jetzt frieren wir den Arsch ab. Die Radkappen für den Golf. Muss noch aufbereiten. Da und oben seht ihr, die Kante steht noch eine Kiste jetzt, mehr nicht, weil ich habe alles von da nach da geräumt. Das finde ich scheiß Schlepperei gestern Abend noch. Junge, Junge. Und die alles gefegt. War fleißig. Na ja, egal, das haben wir jetzt. Sprühe können wir von Gordon gleich nehmen. Handschuhe brauche ich noch. Okay, sind 14 Zoll Radkappen. Das wird nicht passen. Der hat Pusse oder so. 16 Zoll? Der hat ganz schön große Reifen drauf, ne? Das waren halt 5, 16 Zoll hat der. Okay, dann sind das 15er. Dann kommen die auf den anderen Golf.
Scheiße, ein unserer Kirchersaurer, die wir haben. Da gibt den Geist auf. Leierschaden, hört ihr, wie der schreit? Und das ist, was so schön in dem Auto drin steht. Hier, guck mal, hochgeschmissen. Hier ist ein Adapter und sowas von Jan. So, brauch ein Radio für den Golf. Ist nichts Besonderes, aber auch nichts Beschissenes. Irgendwie so ein Mittelding, hatte ich überlegt. Also das Haus ist also nicht bekannt dafür, dass sie die ganzen Radios drin haben. Aber so schön, wenn sie eins haben. Weil die meisten haben immer ein eigenes Radio zu einbauen. Was ist das denn für eins hier? CD? Oha. Könnte aber gehen. Und der Antennenstecker passt nicht. Und der Einbaurahmen, der fehlt. Das ist ein bisschen doof. Gestern ist mir noch ein Einbaurahmen auf den Boden gefallen. Warte, hier ist noch eine, hier sind noch welche. Vielleicht kann ich einen von denen hier verwenden. Diese hier. Das kann ich damit so ein bisschen modifizieren, dass das auch einen Rahmen hätte, der irgendwie ins Auto reinpasst von der Optik her. Das sind die Blende jetzt. Der Rahmen selber passt nicht. Der Rahmen selber ist wieder ein Problem. Den haben wir auch noch irgendwo rumfliegen. Und dann ist die ganze Kiste mit voll. Hatte ich vielleicht eine Kiste mit voll. Hier, da unten ist einer. Da liegen wir jetzt ein Radius alle drauf. Oh, hier, was ist das denn für eins? Das ist ja schön. Das ist perfekt. Dienststecker und der gleiche Antennenstecker, den der andere hat. Das nehmen wir. Könnte das wegbleiben hier, so zack. Das beim nächsten Mal. Oh, hier ist Pioneer, ist auch nicht verkehrt. Da ist die Kabel auch so komisch. Oh, hier, original. War leider ein Blendenproblem. Das Original Golf. Ein Zettel drauf, aber wahrscheinlich habe ich da keinen Code für, wa? Original Golf 4. Können wir auch nehmen, ne? Original Golf 4 Radio, wir müssen einen Code für haben. Ja, wir gucken noch mal weiter. Finde ich ja noch schönes Golf 4 Radio hier im Lager. Habe ich ja auch ein paar von. Oh, das ist alles Golf 3. Golf 3, Golf 2. Geier. Audi Chorus, kennt man ja auch, diese scheiß Dinger. Diesen scheiß Audi von B6. Oh, das ist schwer, Alter. Welches Radio ballern wir in die Karre rein? Hier mit CD-Wechsler sogar. Doppeldien. Oh, original VW. Hier nochmal ein bisschen alte Golf-Scheiße. Hier, das ist das wieder gehen. Das ist original Golf. Das ist mit Kassette sogar. Original Golf mit Kassette. Stecker passt. Code ist auch drauf. 0208. Und das Auspuffwechsel ist da drin. Ist da für eine Kassette drin? Ist die gut? Oder eine selbstgebrannte? Herbert Hiesels große Erfolge. Deutschlands größter Komiker. Ich dachte, das bin ich. Ich nehme dieses Beta hier. Volkswagen Beta. Original Golf. Brauchen wir nichts mehr anpassen. Kann da so rein. Code haben wir ja. Was soll's. So, auf geht's. Cool. Hätte schon mal treffen können mit der Karre, würde ich sagen. Schön, dass er das fertiggestellt ist dann. Dann kann der wirklich Bilder drauf und weg. Ach, der Tiefe ist ein Staubsauger. Alter Schwede, tut er nicht weh in den Ohren. Arme Tine. Ich will nicht erzählen, dass Gordon noch einen hat, der heil ist. Das ist ein Gordon-Sauger. Will ich jetzt ja auch nicht wegnehmen. Ich habe schon einen Lichttester geklaut, das reicht. Israels Regierungschef Netanyahu getroffen. Nach jüngsten Angaben der Hamas... Wie ist es, das geht? Wie die Kassette auch? Heile, heile Gänse. Sieh, wo kommst du das her? Hat er gesagt, meine Frau ist eine Mensa-Bürgerstochter. Geil! Ein Glück! Ein Glück ist sie da drin. Ich würde sagen, die lassen wir auch da drin. Da wird schon einer auf dem Heimweg richtig Spaß mit haben mit der Kassette. Ich habe auch noch mal eingesprüht, ist besser geworden, aber ich würde sagen, man merkt immer noch, dass es nicht der Beste ist. Also guck mal, so merkt, was okay, so kann man die Kiste wohl fahren. Aber merkt der Kiste ihre 250.000 Kilometer schon an. Bitte tanken, ja, ja. Bitte tanken, was willst du denn? Sprit? Was ist das denn? So, würde ich mal sagen, machen wir noch mal eine kleine Aufbereitung bei den Kollegen hier. Und dann hier... Also Aufbereiter heißt nochmal eben einmal den Grünspann abkerkern von der ganzen Stehzeit bei uns und dann kann der ins Netz. Das hat ihn für verkaufsfähig. Technik funktioniert komplett, Optik ist nicht mehr so scheiße.
hat er sogar einen neuen Kotflügel bekommen, die Karre. Also da ist so viel Arbeit reingeflogen, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Wie soll ein Reifen bei dem sollten mal ankommen? Weil ich hier nämlich jetzt hätte, dann konnte ich mal den weitermachen, weil der ist auch eigentlich fast fertig. Dann kann der auch so ein TÜV. Der Mazda 5. Wenn viele Autos wieder fast fertig sind. Und der Einzige ist, was darf ich die Menge lässt gar nicht sehen. Da ist schon wieder irgendwas los mit den Endschalldämpfer und sowas. Kann wieder ein Abenteuer werden. Aber egal, guck mal, wir haben die MKL besiegt. Wir haben die ESP-Lampe besiegt bei dem Auto. Funktioniert jetzt alles wieder. Das ist schon mal sehr, sehr geil. So, stellen wir neben den E36. Der bisher im Verkauf, ich sag mal, mehr oder minder scheiße läuft, nämlich gar nicht läuft. Und dann hier mal hoffen, dass der vielleicht ein bisschen besserer Fall ist im Verkauf. Das wäre schon mal schön. Würde ich mich über freuen. Aber ich glaube, ja. Ich glaube, ein Golf-Variant mit Anhängerkupplung, mit einem kleinen Motor drin. Hat alles, was wir da haben wollen. Ne? Hat 4 Türen. Hat hier den besten Motor der Welt, ein 1,4er 16V. Wir lieben ihn alle. Und er hat auch noch keine 300.000 gelaufen. Auch wenn man es nur so sagen, 300.000 ist beim Golf 4 nicht das Problem und nicht mit dem Motor. Auch wenn wir alle sagen, der ist scheiße, aber irgendwie läuft der trotzdem. So, ein bisschen sauber gemacht, die Kiste noch. Geht davon klar, oder nicht? Wo wollt ihr? Ich meine, guck mal, so ein Rostansatz hat da unten noch. Der hat hier einen neuen Kotflügel, nee, drüben den neuen Kotflügel. Aber ich glaube, den können wir so rausschicken. Radkappenbecher draufgeschmissen, aber ich hatte halt keine mehr. Und wenn ich keine habe, dann habe ich halt keine. Ich kann auch keine neuen Radkappen mehr kaufen für das Auto. Dann wird das langsam mal sicher ein bisschen zu eng mit der Finanzierung von dem Projekt hier. Weil der hat ja wirklich, also ich finde, ich zusammenrechnen, was der an Arbeit gekostet hat. Gordon hat ihn durchgeschweißt, ich habe ihn geschraubt. Oh, tolles Auto für uns gewesen. Das sind solche Dinge, wenn du mehrere davon hast, dann kannst du den Laden unter dich machen. Goffner ja lassen, ne? Habe ich gerade eben bestellt. Ist jetzt schon da. Die Lenkungsteile für den Dingsen. So, Golf ist gut. Also, der ist wirklich gut jetzt. Also, so viel Arbeit, wie wir da reingesteckt haben, ich leg den mal hier drauf, so. Ist der Wagen echt, Junge, Junge. Haben wir ja einmal komplett durchrestauriert, den Bock. Aber jetzt ist das auf jeden Fall ein Auto, wo ich auch hinterstehe und sagen kann, dass der läuft. So, Beine hochlegen, Handy in der Hand, inserieren das Ding. Weil durch nicht inserieren, wäre wir ihn ja nicht los. Der Text passt ganz gut zu der Kiste, pass auf. Moin, wir verkaufen hier diesen wirklich gut fahrenden Golf 4 Variant mit Platz 250.000 Kilometern. Das ist noch aufgerundet. Macht, glaube ich, keinen Händler, außer ich. Optisch ist der Wagen noch ganz ordentlich da. Da gibt es gibt einige Kratzer und Kammspuren, aber das Gesamtbild ist wirklich noch in Ordnung. Im Innenraum ist der Wagen etwas benutzt, aber noch okay. Innen muss ich wegmachen. Noch okay. Jetzt haben wir einen passend zur Laufleistung, 250 gerudert. Ne? Die Technik steht sonst gut da und der Wagen ist zuverlässig. Für den neuen TÜV gab es zudem vorne neue Bremsen, einen neuen Kotflügel, diverse Konservierungsarbeiten, 2 neue Lambda-Sonden. Der letzte Ölwechsel ist auch nicht lange her und wird durch eine Fachwerkstatt durchgeführt. Nicht durch uns, sondern hat noch Luft, ganz lange ist ein Zettel drin. Wer ein kleines Auto für seine Familie für günstiges Geld sucht, ist hier genau richtig. Durch die Anhängerkupplung kann dieser sparsame Wagen so ziemlich alles, was man im Alltag braucht. Einfach mal vorbeischauen und Probe fahren. Sie werden definitiv nicht enttäuscht sein. Definitiv nicht, weil ich habe da schon so viel Geld reingepumpt. Da kann man gar nicht enttäuscht sein. Sie werden. Ich muss einfach mal ein bisschen hier. Mann, ich schreibe auch einen Scheiß zusammen. Aber wenn ich mit dem Handy schreibe, ist mir eine Katastrophe. Eigentlich muss ich mit dem PC das inserieren, das ist besser. Gut, deshalb Bescheid. Das ist hier Beschreibung von dem Ding. So, der Golf ist zurück. Bettine ist sauber. Jetzt kann ich nochmal das Finale machen an der Karre. Das Finale an der Karre ist nämlich, wie soll ich sagen, Finale ist Stabi. Hoffentlich ist ein Klöter weg, Alter. Das geht mir so auf den Sack. Ich kann nicht so eine Klöterkarre verkaufen, das ist doch furchtbar. Also ich bin schon der Gurkentyp, so, ne? Aber das ist mir auch hart zu gurkig. Mach mal die Tür auf. Das geht nicht. Das geht. Oh! Ja, was ist das? Das musst du mit einem Ruck aufgeben. Nein, das ist ein Golf 4 Klassiker. Nee, meiner hat das nie gehabt. Nee, der nicht, aber der schon. Das ist ein Golf 4 Klassiker. Irgendwann nudeln sich diese Züge auf, wenn die eingefroren sind. Ja, und die den Winter aufziehen, dann nudeln sich die Züge ein und dann musst du ein bisschen zügeln damit. Das ist nur, weil das nur nass ist vom Sauger. Ja, vom Nasssauger, ne? Ja, ich werde den gleich noch machen. Den ziehen wir heute noch eben durch, den Bock, dann kann er ein paar Fotos kriegen.
Türe stelle ich was auch noch mal nach. Was sagst du denn zu meinen Sauberkeits... So, der Staubsauger hat leider heute den Geist aufgegeben, so ein bisschen, aber sonst... Sieht gut aus. Ja, den können wir so nehmen. Vorher, oder? Ja, vorher war der ja auch echt furchtbar, ne? Ganz normal, du willst. Ja, den Kofferraum habe ich nicht vergessen. Aber der Wagen ist ja allgemein ganz gut vom Zustand, finde ich. Du nicht? Ja. Find ihn, also ich finde ihn jetzt gar nicht so übel. Sag mal, überleg mal, der hat ursprünglich mal Motorschaden gehabt. Und was aus den. Der Kran von denen. Was ist denn das? 1,4? Nee, 1,6er. 1,6er. 1,6er 16V. Ja, verschlimm man den Ding an, der hat 16V, das sind solche Ölsäufer. Die saufen so viel Öl, die Scheißdinger. Und der hat das hier drin im Kofferraum. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Hm? Kontaktspray. Ja, warum nicht? Lass doch drin. Ordentlich nicht. Aber funktioniert tut ja alles in der Kiste. Ja, ne? Also ich habe keine Elektrikprobleme gemerkt. Nee, ich auch nicht. Fahren tut er richtig gut. Also jetzt wieder, ne? Ich meine, der wäre ja schon mal kaputt. Bin ich ganz stolz drauf, ich habe ihn heile gekriegt. Weißt du, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen. Ich bin zweimal, ich habe zwei Stück gefahren. Der eine war auch ein Sechser, ne? Ja. Ein Sechser und ein 2 Liter. 2 Liter war der bessere. Der hat mehr Dampf gehabt, ne? Der hat sich besser angefühlt, so von Drehmoment her. Was war Egon denn? Egon war der 1,6er. Und der silberne, der, wo mir jemand hinten drauf gefahren ist. Der silberne, der von 2 Liter. Ne? Überleg dir mal früher, der Egon, der hat 349 Euro gekostet. Und der silberne, ich meine. Auch. Ja, das 350. Ist, aber Egon hat auch einen Motorschaden gehabt, dein alter Golf. Einen Getriebeschaden gehabt. Da war hier, ja, waren diese Nieten abgefallen. Da. Aber wie lange ist der Wagen noch gefahren damit? Und der war am Schreien und summen. Ach komm, schön überlang. Und dann der hier, selbst der Mazda damals, der hat auch nur 300 Euro oder so gekostet. Ja, es gibt keine 300 Euro Autos mehr. Guck mal, so ein Auto, wenn du einen Neu-TÜV hast, mindestens 2 Scheine mittlerweile. Was? Ja, kostet so viel. Früher 1,2. Ja, mit neuen TÜV. Also war immer der neue TÜV von 1.000 Euro. Ja, und jetzt? Ne? 2.000 Euro willst du dafür nehmen? Der andere steht für 2,1 drin, der Kombi. Da kosten die ja mittlerweile. Verhandlungsbasis. Ja, ich habe ihn auf 1 mal angepeilt. Ne? Guck mal. Und was nimmt man denn für sowas? Für sowas? Auch ein bisschen Nummer 2. Ja, ist bekloppt, aber guck mal, allein das dumme Problem. Das Gute ist ja, der hier verdient wir Geld, weil der war nicht viel Arbeitsaufwand. Der sieht richtig schick wieder aus, ne? Ja, war auch nicht schlecht, der Wagen. Meine Arbeit. Deswegen. Und der andere, der hat ja viel Geld gekostet, der Variant. Da wäre ja so viel Arbeit drin. Ja, okay. Ne? Halt nur wieder rausfahren, ne? Das ist auch wieder so eine Karre. Wenn wir den machen würden, dann würde er auch wieder, der wird nicht viel Geld bringen, weil wir viel Geld reinstecken müssen, weil er aussieht wie Scheiße. Und wenn wir den machen würden, ich find's den geilen Benz. Dafür hätte ich nicht mal 1 Euro bezahlt. Glaubst du mir eine Sache? Der ist vor einem Monat noch mit TÜV gefahren. Was angemeldet. Hat er damit gemacht? Der war angemeldet noch. So? Ja, der ist so gefahren damit. Der die Schütze. Die Schütze war noch dran. Die Schütze war dran. Nee, war kein Unfall. Das war gewollt. Dafür Silvester hat er noch ein hartes Leben gehabt. Dann hat er einen Burnout-Contest gemacht. Siehst du auch nee, guckst du hier an der Reifen, kommt, wie runter die sind. Siehst du hier? Aber der läuft noch, ne? Muss ich ihn lassen. Der läuft noch wie ein Uhrwerk. Aber ich habe ihn kaputt gemacht. Mit dem, immer das Fenster abgerissen. Ist das von Bauern? Nee. Hier in Schwartens, mitten in der Hauptstraße. Verrückt. Offizieller Sponsor der Bußgeldstelle mit dem Golf. Also das ist so VW-Fahrer durchgespielt. Der Bußgeldstelle war auch gut, wenn er nicht fährt. Hier Mobben auch kann. Man kann ja auch einen schönen Kreisler fahren, so wie ich. Und dann hat man hier sowas hier. Ja, jetzt. Ja, so nicht so raus. Da kannst du pullen. Ja, hier, guck dir. Da kannst du auch. Ja, das darfst du nicht von hinten angucken, du kannst doch polieren. Das polierst du. Das ist hier komplett weggegangen. Nein, das polierst du und das konservierst du. Das ist gut. Da rostet hier in diesen Spalt, rostet der wahrscheinlich. Hör auf rumzudrücken, nur ich darf das bei deinen Autos. Was machst du? Das kriegt man aber hin. Das kriegt man noch hin. Das kann man noch retten. Das kannst du polieren hier. Die Politur, das ist das weg, der Rostansatz. Und das hier kann man hier. Ja, aber der rieselt dann, ja richtig. Ja, da muss. Nee, da muss Öl rein. Warte. Konservierungsöl. Oh ja, hol dir mal einen Pontiac, dann weißt du, was rieselt. Jetzt. So, ich muss weitermachen. Wir sehen uns nachher. Kossi? Erstmal ist mein Kamera-Akku leer und zweitens muss ich den Golf noch reinfahren. Ja, hast du den Schlüssel? Stabi noch, da habe ich eine Tasche hier. Ich muss Stabi noch tauschen. Kossi. Ja, jetzt noch einen. Komm her. Liebt dich. Viel Spaß, bis nachher. Also übrigens, wenn Gordon Feierabend macht, ist er genauso. Dann gibt's auch einen Kussi. Also nicht mit mir, ne, nicht mit dir. Tschüss Gordon, bis morgen. So, der letzte Bühnengang. Ah, so. Martina hat die Nasssauger bearbeitet. Sieht man noch richtig, siehst du das?
ist ganz cool. Aber schon wieder einiges mehr her, der Golf. Und der ist echt nicht schlecht, ne? Aber der hat 3000 Kilometer mehr gelaufen als der andere. Ich muss dieses Geklapper loswerden, das nervt mich. Also ich mache diese Stabi-Scheiße neu, und wenn die Stabi-Scheiße, das nicht funktioniert am Ende, dann bleibt das so. Dann habe ich alles getan, was meiner Macht steht, dieses Geklapper zu töten. Und auch Bremsenprüfstand. Yeah! Wow! Aber der rechte Stoßdämpfer ist ziemlich scheiße, habe ich gerade gemerkt. Der wirkt richtig nach. Der linke ist noch gut, der rechte ist schlecht. Guck mal, seht ihr das? Boing, boing, boing. Also die Laufleiter sind in der Kiste auch an. So, komm, ich muss eben meinen Kaffee eben noch fertig saufen. Der steht irgendwo, steht da hier. Scheiße. Und dann mache ich die Kiste eben noch fertig. Und dann muss ich den LKW beladen, weil heute Abend geht's wieder zum Meister Wagenlöhner. Operation Autoaustausch geht weiter. Wir haben auch nicht alle Autos ausgetauscht. Und heute bin ich dran und ich bringe auch gleich zwei Autos mit, wenn ich eh schon hinfahre, mit den Abschleppfahren. Ich glaube, lass den Türgriff so. Das, so schlimm ist das nicht. Du musst es halt nur wissen. Dass, wenn der Besitzer das weißt, dann kriegst du ihn auch immer auf. Und das ist eine super Wegfahrsperre. Diebstahlschutz, die Karre klaut dir dann keiner. Hier ist die andere Koppelstange. Original VW-Teil. Ob die es ist, weiß ich nicht. Aber ich finde schon ziemlich scheiße, dass die Dinger aus Plastik sind, Alter. Sag euch, wie es ist. Das ist total Mist. Die ist ja auch aus Plastik, seht ihr? Ich sag euch, schöner wäre es, wenn die Dinger aus Blech wären, wie sie auch sein müssten. Und ich zieh den dann nochmal eben nach. Guck mal, der sieht ein bisschen locker aus. Ihr guckt da die Schraube. Der kriegt noch ein bisschen Spiel daraus, weil die ist außer der Seitenspiel eventuell. Nicht, dass der das Problem ist, da wo Gordon bei war, dass er sich gelöst hat oder irgendwas nochmal. Machen wir gleich. Dann brauche ich eine neue Koppelstange, aber ich habe die neu gekauft. Ich habe das nachgezogen, also komplett, habe meine Schraube nochmal rausgenommen und nochmal komplett neu gemacht. Für die hinteren Buchsen sind neu. Ich habe gerade mal mit den Dings dran. Ich dachte, dass die im Arsch sind. Ne? Also das war so mein Plan eigentlich. Aber wenn ich jetzt dran wackel, warte, kann ich mir eine Lampe hinein, dass ihr das vielleicht sehen könnt. Warte, schauen wir mal. Hier ist der Stabi. Das Rohr ist das Stabi-Rohr. Seht ihr das? Dieses. Warte, ich muss die Lampe umschalten. Da. Das ist das Stabi-Rohr. Ich hänge jetzt die Lampe mal. Oh hier, guck mal, das ist extra eine Halterung. Guck, praktisch. VW schon mit eingebaut. So, jetzt habe ich die einzelnen Gummis gerade schon gehabt, habe den Montierhebel. Pass auf, jetzt hebeln wir mal ein bisschen daran rum. Und wenn ich so gucke, das ist vollkommen okay. Das kann kein Poltern. Also der Poltern hat nichts. Das ist fest. Das ist nicht unser Poltern. Aber es ist doch gewesen, wäre der Tisch das gefunden tatsächlich. Ne? Das wird es nicht sein. Der Poltern hat nichts. Das macht meine Auspuffkonstruktion, die ich gespeist habe. Die hält. Das ist schon mal cool. Schauen wir nochmal ein bisschen genauer hier. Hebelklaus. Oh, die hält. Die macht auch keine komischen Geräusche. Aber was klappert denn bei dem Ding so? Ja, jetzt will ich nochmal eben gleich mal die Kiste mal runter machen. Nochmal eben dann den eingefederten Zustand nochmal das Domlager nochmal gegensichern und nochmal lösen. Nochmal anziehen. Sicherheitshalber, dass wir die Story durch haben. Und dann ist der ganze Wagen eigentlich erledigt. Na ja, guck mal, das ist auch neu. Die Schrauben muss ich übrigens gerade aus meinem eigenen Fundus nehmen. Die passte nicht. Ach, komisch, Alter. Verstehe ich nicht. Muss doch irgendwie weg sein, das Ding. Brauche ich diese scheiß Stabi-Kacke nicht ausbauen. Das werde ich stundenlang ransetzen. Und das wird nichts bringen. Das weiß ich jetzt schon. Deswegen lasse ich es erstmal und guck mal, ob ich jetzt bessere Gründe finde. Da hat nichts. Die Achse ist top von dem Auto. Die hier ist sogar noch neu. Es gibt auch kein Poltern oder irgendwelche komischen Sachen. Das ist alles gut. Versteh's nicht, Alter. Das Auto ist echt ein Rätsel. Oder fliegst du schon weg? Du weißt das schon. Jede Schraube, die irgendwie mit der Vorderachse von diesem Auto zusammenhängt, habe ich jetzt nachgezogen. Jede. Also, mal gucken. Jetzt nochmal Domlager und dann gucken wir nochmal. Domlager Höhenvergleich. Domlager rechts, Domlager links. Das ist alles gleich. Ich will aber noch hier nochmal nachziehen. Aber das wird es nicht sein, Alter. Glaube ich im Leben nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe den Deckel abgenommen. Ich wundere, ob ich hier dran schrauben muss. Ich verstehe das echt nicht. Also das hat er. Hier muss noch ein Deckel gebaut für den Wasserbehälter. Cool, ne? Er hatte ja keinen. Das ist wenigstens ein gegurkter Deckel. Besser als gar keiner. So, gucken wir mal. Ich habe sogar noch mal, weil es ein 1.6er SR ist. Das mache ich bei den Dingern ganz gerne. Also nicht SR, 16V. Die wird jetzt vor Ölsaufen. Habe ich noch ein bisschen von diesem Vince Engine Tune Up drauf gemacht. Das soll den Ölverbrauch ein bisschen senken. Das ist ganz cool, das Zeug. Mal gucken, das ist ein bisschen so wie hier, heißt er nochmal, dieses von Lukas, dieser Ölstabilisator. Damit kannst du ein bisschen den Ölverbrauch von so einem Auto senken, wenn die Probleme haben damit. Einfach nur vorausschauend.
Was klappert? Jetzt nicht mehr. Komisch. So, gucken wir mal. Das Geklappere noch da ist von der Karre. Ja, gespannt. Ich habe es jetzt besser gemacht. Ne, wer ist eine Stabi? Pass mal auf. Hier, Bremsenprüfstand, alle leise sein. Alter, ich glaube, das ist weg. Ich glaube, das Geräusch ist weg. Ich schwöre euch das. Ich glaube, dieses Geräusch ist weg. Es wirkt echt so. Es wirkt echt, als wäre es weg. Oha, Glasreiniger nochmal nacharbeiten, vielleicht gleich nochmal. Da hat Tina nicht ganz aufgepasst. Sonst ist die Kiste aber ganz sauber geworden. So. Aber das ist halt, ist keine Aufbereitung. Ne? Das ist halt so eine, so halt so, wenn du dein eigenes Auto hast, was wir machen, dass wir die Kisten einmal aussaugen und ein bisschen auswischen, damit die nicht so ganz übel aussehen. Weil wer will einen Müllhaufen? Einen Neuwagen machen wir halt nicht. Wenn wir jetzt mit so einem richtigen Aufbereiter fahren würden, für 300 Euro das Auto. Oh, ich hab was gehört. Oh nein, es ist immer noch da. Er klötert immer noch. Warte, hör den. Ja, er ist immer noch am Klötern. Ah, die scheiß Klarre, Alter. Versteh nicht, was er klötert. Bitte? Klötert. Jetzt nicht mehr. Jetzt gleich. Ja, immer noch. Irgendwo von links klötert der noch. Aber der hat nichts. Ich war ja schon unter. Der TÜV hat auch nichts gefunden. Was soll ich jetzt machen? Oh Mann, das ärgert mich. Feder sitzt richtig, da sitzt nichts schief, die ganzen Schrauben sind alle fest. Doppelt fest. Ich habe jetzt diese ganze Stabi-Scheiße da neu gemacht. Ach Mann, was ist denn das? Naja, gut. Ich werde den Wagen wohl so wie er ist inserieren, mit dem Geklöter. Dann muss der Käufer damit beschäftigen oder halt so fahren. Weil ich sehe jetzt nichts an dem Auto. Weißt du, was mit diesen Geklötere da irgendwie hier, was einen gefährden kann. Aber es ist auf jeden Fall, ihr hört das Klötern, ist noch da. Es ist nicht weg. Es ist nicht weg. Ne? Also wenn ich jetzt hier ganz unseriös wäre und unehrlich wäre, würde ich jetzt sagen, oh cool, ist besser geworden und so. Nein, es ist noch da. Es hat sich nicht verändert, das Klötern. Das ist irgendwas, was ich auf dem Schirm habe. Vielleicht sogar von der Antriebswelle. Guck mal, jetzt Slalom fahren mit dem Auto. Merkst du es auch? Klok, 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 klok. Aber nicht. Bei dir? Also Leute denken, ein Schuss, der Typ, denken die wahrscheinlich, wenn ich hier lang fahre. Klok, 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 klok. Ist auf jeden Fall vorne links. Wir können aber den Spurstandkopf checken. Aber ich glaube, ich habe den schon mal gescheckt. Aber der hat ja auch kein Spiel in der Lenkung. Habe ich ja gerade gemerkt, wo ich ihn gewackelt habe. Aber wer weiß, ist er nicht richtig fest oder so. Aber der war ja gar nicht ab. Oh Gott, Alter, die Karre. Was hat er nur? Was will er? Was will er mir verbergen? Der hat irgendeine. Das ist ein Pipi-Kleinkram, ist das. Weißt du? So ein Pille-Kleinkram. Und damit ärgert er mich noch. Aber ich bock ihn noch einmal an. Das kriege ich nicht übers Herz. Also wenn ich jetzt nichts finde, jetzt gleich, dann ist es okay, dann bleibt die Karre so. Verkaufen das Ding wird halt 200 Euro günstiger oder sowas dann. Aber wenn verhandeln vom Kunden am Ende und gut ist das. Ne? Aber wie gesagt, mehr kann ich nicht machen. Was soll ich sonst? Oh, daran sieht man halt, ich bin halt nicht der ultimative Mechaniker. Ne? Hört ihr? Klingt so ein bisschen so, als wenn da irgendwas drin arbeiten würde, irgendwas leben würde in dem Teil. Nochmal, pass auf, hört ihr? Hört ihr? Jetzt? Klock, 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 klock. Klock, 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 klock. Lieber ein Greifdingsen nicht. Ach komm, Alter. Auto, jetzt ist mal gut mit dir. Ne? Wir sind ja ganz glücklich, wenn du jetzt mal irgendwie jetzt hier wieder ein Leben zurückfindest. So, ne? Aber das ist ja mal irgendwann gut. Was soll ich noch alles an der neu machen? Was soll ich noch alles inspizieren? Was soll ich noch alles zerlegen? Oh, ich weiß es nicht, was ich noch alles zerlegen soll. Aber es ist irgendwie, wie ihr vielleicht merkt, ich meine, wir machen gerade eine Videoreihe über einen Golf 4, Alter. Zwei Golf 4 eigentlich, oder drei Golf 4. Nee, zwei. Der dritte ist ja noch nicht in Arbeit. Oha, noch so ein Golf 4. So vom Ding her so. Oh, oh. Ja, schweres Thema. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Das irgendwo steckt eine kleine, minimale Mini-Gurke drin, in diesem Teil. Eine Lenkungsgurke. Oder irgendwas ist auf jeden Fall am Klöten. Und das nervt mich so hart. Ich weiß nicht, was das ist. Weil der Wagen sonst so gut aussieht. Guck mal, das ist echt ein schönes Auto. Auch ein schöner Zustand. Eine brauchbare Ausstattung. Weißt du? Das ist nicht so eine richtige
richtige Müllkiste. Das ist richtig ordentlich. Das ist echt ein ordentlicher Golf. Wenn du den kaufst, hast du ja keine scheiß Karre gekauft. So, ne? Deswegen nervt mich es umso mehr, dass er so klötert. Wisst ihr? Oh, furchtbar. Alles, alle Individualitäten. Guck mal, was haben wir hier? Das oben ist das Domlager, das neue. Seht ihr das? Da, das hat ein gewisses Spiel, das müssen wir aber auch haben. Guck mal, wir pumpen die Scheiße mal unten. Riemenheber jetzt hoch. Oh, warte. So, er fährt ein. Er liegt drauf. Jetzt lassen wir ihn runter. Warte, ich brauche eben die Hand dafür, okay? Ihr werdet gleich sehen, es gibt eine Veränderung. Er geht gleich ein bisschen runter. Guck da, zipp, das war's. Ne? Einziger Unterschied von Domlager von diesem hier, das sieht ein bisschen schmaler aus, wie das, was eigentlich auf einer Seite drin ist. Und vielleicht knockelt das, weil das halt ein bisschen anders ist von der Bauart her. Aber guck mal, das sieht ein bisschen gerader aus, meins. Ist aber für das Auto. Also ist auch kein Gurkenteil oder irgendwas. Das passt. Gehen wir rüber. Zack, machen das gleiche nochmal hier. Beim alten Domlager. Auf der anderen Seite. Da wir aber wissen, dass dieses Geklöter schon vor dem Domlager da war, gehe ich mal davon aus, dass es nicht anders. Komm, wir pumpen wieder hoch. Ihr seht, es hängt runter. Machen wir wieder den Pump-Klaus. Pump, 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 pump. Es kommt da, seht ihr? Und jetzt geht das da hoch. Und das ist dieses Spiel, was der hat. Und das ist normal. Das war drüben auf der anderen Seite tatsächlich ein bisschen mehr gewesen. Deswegen haben wir das Domlager neu gemacht. Vielleicht hätte ich auch schwören können, das ist das. Aber ich glaube, dass das Geklöter irgendeine andere Ursache hat. So, nee, ist genauso. Hier unten fühlt es genauso an. Ich habe gerade mal geguckt. Vielleicht lassen wir es mal ab. Können wir da mal hier unten reinfühlen. Das Einzige, was mir bei dem Domlager hier auffällt, ist, dass das hier fester am Federbein sitzt als das Domlager drüben. Das drüben kannst du, wenn der ausgefährt ist, das liegt ja nur drauf, ne? Das ist dazwischen geklemmt sozusagen. Da kann er nicht weg. Das ist halt bei VW ein bisschen tüdelig gelöst. Das kannst du ein bisschen bewegen. Seht ihr? Guck das hier. Guck. So minimal so. Das ist wohl drauf, aber es hat auf jeden Fall so, guck mal, leichtes Spiel. Meint ihr, das könnte unser Geräusch sein? Ich weiß es nicht, ne? Guck, kannst ein bisschen drehen, ein bisschen bewegen. Es ist aber alles festgezogen, weil das Domlager liegt ja wirklich nur oben drauf. Also, ich weiß es nicht, ne? Ist doch schon komisch. Oder was meint ihr? Ist doch echt schon komisch. Das wird ja am Ende bei diesem komischen, der liegt ja nicht drauf, aber das wird ja mit diesem Federding am Ende zusammengezogen. Also ich weiß auch nicht. Ich kann ja mal gucken, ob ich auch noch ein bisschen Spannung raufkriege, weil ich mit der Hand nochmal gegen sich und nochmal fester ziehe. Im eingefederten Zustand komplett. Aber ich wüsste nicht, was ich sonst noch machen kann, Alter. Das ist, ich glaube, unser Geklöter ist dieses Domlager. Schätze ich. Aber das ist okay, das ist das richtige Teil. Das ist richtig verbaut. Ich habe mal gerade Internet geguckt. In Online-Dingsen. Und das sieht sie, ich habe es fertig gemacht. Also ich wüsste nicht, was der Grund sein sollte, warum die Scheiße nicht funktioniert. Aber ihr seht ja, es ist ja irgendwo ein Grund, dass das Scheiße nicht funktioniert. Verrückt. Also ich weiß auch nicht. Komisches Auto. Echt. Aber ich gehe nochmal bei jetzt. Das Auto ist eingefedert. Ich habe jetzt hier, super, toll mit Spiel, jetzt einen Torx reingesteckt, was eigentlich im Bus ist, weil weiß auch nicht, auf irgendwelchen Gründen auch immer passt der Imbus nicht, den ich da habe. Warte, ich stelle mal hier ab. Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir das nachgezogen kriegen nochmal. Vielleicht kommt noch ein bisschen was beim Domlager. Und das war der Fehler. Nein, Alter, das sitzt fest. Boah, da geht nichts mehr. Das ist komplett festgezogen. Keine Chance. Komisch, oder nicht? Ich habe überlegt, ob ich vielleicht ein Stück Gummi, so ein Auspuffgummi hier mal so rummache. Beim Golf 2 hat das funktioniert mal. Wenn ich mal so einen Golf 2 gehabt und dann hat er ein bisschen Bewegung gehabt, dass dieses Klöter vielleicht dadurch weggeht. Also testweise. Ich finde eine witzige Idee, aber wer weiß. Weil auf jeden Fall am Fahrwerk merkst du nichts. Wenn du den Wagen fährst, es ist alles normal. Es fährt so, wie es fahren muss. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich glaube, wenn ich so einen Gummi dazwischen mache, dann hält er den ja auf Abstand. Ich guck mal was. Das ist nur eine Überlegung, ist eine Idee. Witzig könnte es werden. Beim Golf 2 kriegst du einen Auspuffgummi rum, bei dem Golf 4 war leider nicht. Das habe ich auch gebastelt, das habe ich mal so zwei große, diesen fetten Kabelbinder, die ich habe da untergepackt. Einmal da und einmal da, dass es ein bisschen hochdrückt, das Domlager. Dass dieses minimale Spiel, was der hat, nicht mehr hat. Seht ihr? Das ist immer auf Zug, sozusagen so. Immer. Dieses minimale Talk-Talk-Spiel hat er nicht mehr. Jetzt bin ich ja gleich gespannt. Ich habe da ein bisschen rumgesaut hier. War gerade frisch gewaschen und dann. Der Lappen, Alter! Ja, super Idee! Scheiße! Gut, dass ich ihn mit dem Lappen sauber gewischt habe. Den guten Lappen. Das war eine gute Idee.
Da habe ich die Aufbereitung auf jeden Fall mit verbessert. Mit Öllappen, Alter. Egal, so hier. Der ist nur halb so ölig. So, komm, einmal drüber. Zack, zack. So. Jetzt habe ich da was gebastelt. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Wenn das Tockel jetzt weg ist, wissen wir schon mal, es war das Domlager. Und dieses Spiel, vielleicht hat er ja irgendwo eine Verbiegung gehabt oder irgendwas. Vielleicht hat dieses Ding weggeknickt. Wer weiß das schon. Aber das können wir nur durch Fahne herausfinden. Dann würde ich sagen, lass uns noch mal eine Runde mit der Gurke drehen. Und gucken, was er jetzt dazu sagt. Bin ja gespannt. Ich weiß nicht, ob er das Video feiert, keine Ahnung. Für mich ist das so eine Gurkenvariante von Autodoktoren. Nur halt, die nehmen keine Kabelbinder dafür. Was war das denn? Junge, hast du gehört? Ja, nochmal. Nee, das war nur der Bühne, die Bühne. Nee, ich hab's gerade gehört. Klock, klock. Das Geräusch ist noch da, oder? Kommen wir mal. So merkst du es nicht. Du merkst es nicht, wenn du es hier rein. Übrigens, ich hab gerade nochmal einen Spurstangenkopf. Habe ich dran gewackelt, dran getüdelt, dran gehebelt, wie ein Wilder. Es hat nichts verändert. Also der Spurstangenkopf ist definitiv an der Nummer unschuldig. Der hat nichts damit zu tun. Obwohl der auf jeden Fall nicht neu ist. Ne? Das ist ein älterer Spurstangenkopf. Die Frage ist, wie alt der ist. Ne? Aber auf jeden Fall ist er okay. Immer noch. Hört ihr? Vorne links. Es hat sich nichts verändert. Es ist immer noch am Klödern, das Ding. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht. Was ist das? So, pass auf. Jetzt machen wir das so. Ich werde die Kiste jetzt fotografieren, inserieren, meine Kabelbinder wieder abmachen, weil wenn die nichts bringen, brauchen die auch nicht dran sein. So sehe ich das. Ja, was soll ich so erzählen? So vom Gedanken her. Hier inseriert das Auto, da hat neue TÜV. Ich werde das den Kunden erzählen. Aber wer weiß, vielleicht ist er noch da. Obwohl er ziemlich gefragt sein wird, der Wagen. Ist er noch da? Vielleicht kann mir ja einer von euch in den Kommentaren helfen. Weil, was soll ich tun? Ich kann jetzt ja nicht. Wie lange soll ich noch an der Kiste rumdoktoren? Weißt du, wie lange soll ich noch gucken, was er hat? Wie lange soll ich jetzt noch hinterher? Hilft nichts, wisst ihr? Es hilft einfach nichts. Es muss halt weitergehen. Ne, hau mal ein paar Kommentare rein. Vielleicht habt ihr eine Ahnung. Vielleicht haben wir ein paar Golf 4 Spezies dabei. Peter meinte auch hier, die Geschichte, die Peter meinte, habe ich schon beseitigt. Also. Mir geht langsam mal sicher so ein bisschen der Stoff aus, was das sein kann, dieses Geklöter. Ist auf jeden Fall nichts, was irgendwie bei dem Auto jetzt, sage ich mal, wichtig ist, das Auto zu fahren oder irgendwas, dass der Wagen kaputt gehen kann oder irgendwie einen Unfall bauen kann. Es wird irgendwas Tüdeliges sein. Frag mich nicht was. Ich weiß es nicht. Ich habe mein Handy gar nicht mit sich. Ich rede so ein. Gut, Freunde, das war jetzt das Ding zu den Golf. Mehr gibt es heute auch nicht mehr in diesem Video, weil das Thema Golf ist halt durch. Golf und Golf, vielleicht kommt das nochmal das Thema ran. Der hier ist auf jeden Fall fertig, dieser Wagen hier. Der hat keine Probleme mehr so, außer dass er halt so ist, wie er ist. Das ist ein einziges Problem. Und damit können wir ja noch alle leben. Ja, und den hier, den hauen wir jetzt ins Netz. Weil, wenn er jetzt hier drauf rumsteht, hilft ja auch nichts. So, ich mache das Tor auf, weil ich muss mich gleich noch aufladen, weil ich heute beim Herrn Wagenlöhner bin. Ich denke, jetzt drehe ich ein Video im Dunkeln in der Güllerhalle. Wollt ihr das sehen? Ich glaube schon, ne? Das hätte ich ganz gerne mal, Michi, wie ich verstanden habe. So wie es in den letzten Kommentaren zu lesen. Deswegen, weil wir machen jetzt noch einen Autoaustausch und dann kriegt ihr noch zwei Autos von mir, ich krieg zwei Autos von ihm, beziehungsweise ein Auto davon ist eigentlich schon meins, das habe ich dann nur hingestellt. Das ist ein Schrottauto. Also, da wird nicht mehr viel mitkommen. Das ist ein Passat 3BG 2,5 TDI mit definitiv, ich will nicht sagen Motorschaden, aber er hat Wasserverlust und läuft nur auf 5 Zylindern. Also würde ich sagen, hat einen Motorschaden. Den schleppen wir wirklich nur hier in die Gurkenhalle. Gucken einmal vielleicht nochmal da unter. Machen nochmal ein Video von nochmal vielleicht. Oder vielleicht eine Rettung. Wer weiß, vielleicht kriegen wir den auch wieder ins Laufen. Aber wahrscheinlich wird das Ding in die ewigen Jagdgründe gehen, weil da wird nicht viel mit sein. Dann habe ich damals mal in Zahlung genommen für den, wisst ihr noch, den Audi A4 B6 mit der Panzertape-Heckklappe, der aber von Rentner war und sonst top gepflegt. Für den Wagen habe ich den in Zahlung genommen. Und seitdem steht er bei Firma Wagenlöhner auf dem Hof. Bei der Güllerhalle. So läuft. Den will ich heute ein bisschen früher losfahren. Vielleicht haben wir ein bisschen Tageslicht. Und wir haben jetzt noch 14 Uhr. Wenn ich Glück habe, bin ich 15 Uhr, 15.30 hier weg. Das heißt, ich will dann vor der Dämmerung bei Michi. Die Frage ist, ob Michi schon Zeit hat. Da muss ich mal fragen. Weil er muss ja auch
ist ja auch selbstständig und hat natürlich dementsprechend den Plan voll. Er ist ja richtig selbstständig und verdient ja auch ganz anderes Geld als ich und hat ein paar mehr Angestellte. Obwohl, ich glaube, einen mehr. Also bei ihm läuft, also er muss besser laufen bei ihm. Das ist das Ding so. Oh, super. Was ist das denn? Repariert. Der vergeht die Rundläufe nicht mehr. Ne? Na gut, die Kennzeichen müssen eben ab, weil abmelden müssen wir ihn auch immer noch. Hat Tino heute wenig geschafft. Na, also das ist eine Online-Abmeldung. Machst du morgen. Lege ich jetzt auf den Schreibtisch das Thema durch. Ja, so ist das mit Golf. Ihr seht, die Golfe sind keine tolle Idee gewesen scheinbar. Obwohl der hier ja eigentlich sich als gut erwiesen hat. Aber wenn er mich mega auf den Sack geht, hat er alles neu. Hat neue Bremse, hat ein neues Domlager, hat einen neuen Querlenker, hat neue Koppelstangen, hat er alles neu gekriegt. Neue Reifen, die hat er vom Feuer drauf gehabt. Unglaublich. Aber tatsächlich von Skandalauto mit Motorschaden zu gut. Also ich werde jetzt tatsächlich mehr auf Motorschäden gucken, weil hier kann man nochmal so ein Ding machen. Das fand ich ein ganz, ganz geiles Projekt, finde ich. Auch wenn es mir noch nervt. Wie gesagt, eure Kommentare, vielleicht wisst ihr was. Nächster Wagen ist dann noch da oder ich gebe es dann an den Käufer dann weiter. Je nachdem, weil Woche Zeitblase, wer weiß, was in der Woche im Autohandel passiert. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben geile Autos. Guck mal, Golf 4, der ist ja sonst auch so verklötert, super. Guck mal, dieser Golf 4 ist ja auch mittlerweile super, auch wenn er mir super auf den Sack geht. Und der E36, ich glaube, mal gucken, wann der sich verkauft. Der verkauft sich sehr schleppend, hätte ich nicht gedacht, weil der eigentlich geil aussieht. Ne? Gut, ich habe 1750 dran stehen, das ist natürlich ein bisschen Geld für den E36 Comeback, ne? Nach Arbeiten dran offen sind. Aber ich muss mal gucken, wenn nicht, mache ich ihn dann weiter fertig. Dann kriegt er noch mal hier, kriegt er ein bisschen hier Reparatur noch mal. Kriegt er noch ein bisschen hier die Fensterheber gemacht. Aber eigentlich ist es so, wie er ist, besser zu verkaufen für mich. Und halt ein bisschen günstiger und fertig, weil ich genug Projekte stehen habe. Gut, genug gelabert. Das war jetzt hier Autohandel-Alltag. Momentan ja die Videos eigentlich dominiert. Aber was willst du machen? Wir müssen halt ein bisschen Geld verdienen, ne? Und dann geht es demnächst weiter. Die nächsten Autohandelsprojekte werden geil. Zum Beispiel der hier, der Dings, der Volvo, der 47. Obwohl, ich kann mal gucken. Dominik hat heute eventuell Zeit. Vielleicht kann ich ja heute noch in der Kickerbine machen, die aufhängen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, die wir machen könnten. Mal schauen. Ich muss ein bisschen rumtelefonieren. Weil ich einen Gabelstapler hätte, dann können wir die Kabine aufhängen. Gut, egal. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Munter.